Seacrowds. Moin Moin Seacrowds Freunde, willkommen zurück zur Flaschenpost hier auf dem Seacrowds Kanal, dem Portal rund um A World of Warships. Und wir haben wieder ein paar Themen für euch. Ist schon Freitag und die Woche war ja wieder echt ereignisreich. So, das war schon die dritte Flaschenpost diese Woche, ja, für euch hier verfüllen. Fangen wir ganz kurz, ganz gleich, wie ihr das gewohnt seid, ohne Umwege und ohne Umschweife, bla bla bla, ganz oben an. Wargaming Center Login. Ja, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, dass, wer das Wargaming Center benutzt, um ins Spiel reinzukommen oder die eine Oberfläche zu haben für alle Spiele, so wie ich das zum Beispiel hier habe. Ich habe hier World of Warplanes, World of Tanks nochmal so nebenbei, World of Warplanes habe ich auch mal ein bisschen gespielt und so weiter. Dann hier die verschiedenen Server und so. Ja, der hat jetzt einen neuen Button hier unten und das ist hier dieser Bereich. Ja, da klickt ihr rauf, könnt euch dann ganz normal einloggen und dann müsst ihr das in keinem anderen Wargaming-Titel mehr machen. Ja, ihr loggt euch einmal ein und seid bei allen Spielen quasi direkt eingeloggt. Der Login-Bildschirm wird übersprungen. Jetzt müsst ihr selber wissen, ob ihr das wollt oder nicht wollt, ob ihr diese Center überhaupt benutzt oder nicht. Gab ja am Anfang sehr, sehr viele Sachen, wo denn darüber gesprochen wurde oder darüber, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht, keine Ahnung. Ich persönlich mag es ganz gerne, so brauche ich nicht immer... Ja, ich habe halt eine Informationsoberfläche auch, was ist an Neuigkeiten, an Artikeln da und so weiter und so weiter. Also von daher ist es eine für mich ganz angenehme Sache. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Das wurde aktualisiert und diese Möglichkeit hat man jetzt. Punkt. Ja, kommen wir gleich zum zweiten Punkt. Das ging um den Posterwettbewerb. Wargaming wollte ins Prag-Büro, wo sie jetzt hier hingezogen sind, ja, irgendwie ihr Office ein bisschen aufhübschen und da gab es eine Menge Einsendungen. Am Ende hat die Crew vor Ort da entschieden und das hier ist das Gewinnerposter. Ich persönlich finde es ziemlich cool. Eine tolle Idee gewesen, die ganzen verschiedenen Schiffe hier mal so aneinander zu reihen mit dem Wahrzeichen und der Brücke hier. Das ist ja alles so ein typisches Prag-Bild. Wings of Wrath hat hier ja, den Amazon-Gutschein im Wert von 400 Euro erhalten und natürlich das Poster, das dann bei Wargaming hängt. Hier, das war der zweite Platz, finde ich eigentlich auch nicht schlecht, also dass man hier die ganzen Schiffstypen, die so im Spiel sind oder gab, so mit aufführt, finde ich eigentlich auch, hat Stil, ja, und ja, das ist noch die dritte Idee, die den dritten Platz abgezogen hat, sozusagen, oder gezogen hat. Finde ich eigentlich ganz cool, die Idee. Tolle Sache. Gut, und jetzt kommen wir wieder so ein bisschen in-game, ne? Ja, zu den 3D-Previews. Ihr seht es ja so auf der rechten Seite, was euch erwartet. Hier haben wir das 3D-Preview und das hier ist die Jean Bar als 3D-Schiff. Sagen 3D-Modell schon mal, ein bisschen hier kann man schon mal ein bisschen vorluschern. Sieht am Ende aus wie eine Richelieu, kann man sagen. Viel anders ist es nicht. Ja, wenn es sinkt, dann von unten. Nein, also... hier hinten gibt es halt drei Türme mit drei Rohren, ich glaube 150, 152 mm. Wird ja jetzt ein T9-Schiff, ist ja kein T8-Schiff mehr. Haben sie ja sich ein bisschen was ausgedacht. Ich glaube, hier war auch der Nachladebeschleuniger im Gespräch. Mal gucken, ob der tatsächlich so kommt. Ja, die französischen Schiffe sind schöne Schiffe, kann man nicht meckern. Ja, mehr kann man dazu jetzt auch nicht sagen. Das Modell ist da, wenn ihr euch das intensiver angucken wollt. Gebe ich euch nachher einen Link unten unter das Video und dann könnt ihr euch das direkt selber nochmal angucken. Auch die britischen DDs sind alle von Tier 2 bis Tier 10 da verfügbar. Hier, das ist die Wakeful, der T4-Zerstörer. Ich werde euch jetzt nicht alle zeigen. Da müsst ihr dann selber auf die Seite klicken, die ich euch dann verlinke, damit ihr dann auf die Zerstörer kommt. Ich werde euch eine Seite geben, da sind alle Schiffe aufgelistet und da müsst ihr dann bloß in den Artikel reinklicken und da ist dann unten das 3D-Modell, was ihr euch aufrufen könnt. Ja, hier auch britisch kann man, finde ich ganz gut, kann man irgendwie schon so an den Aufbauten so ein bisschen erahnen, dass das jetzt der britische Zerstörer ist. Ich finde die irgendwie, keine Ahnung, irgendwie geht da irgendwie was über in mich oder auf mich, wird so ein bisschen was übertragen, keine Ahnung. Ist eine schöne Atmosphäre, die Zerstörer von der Anordnung her haben. Und hier natürlich mit den ganzen, was sich ja durch die ganze Zerstörerlinie durchzieht, diese Fenster da an der Seite. Ist erstmal eine rein optische Geschichte, viel mehr kann man zu den Zerstörern ja aktuell noch nicht sagen. Die Daten, die wir haben, die haben wir euch schon mal in einem Video zusammengefasst. Die ändern sich natürlich ständig. Und ja, hier sind wir dann gleich vom T4-Zerstörer bis auf den T10-Zerstörer hochgesprungen.
Die sieht dann natürlich schon deutlich fortgeschrittener aus, diese kleine Schiffchen hier. Da hat man dann auch schon ein bisschen mehr mit den zwei Werfern. Ja, und das ist schon sehr, ich sag mal, ich finde es fast so ein bisschen ähnlich zur Z-52, so von der Anordnung. Zwei Doppeltürme vorne, einen Doppelturm hinten. Oder Yu Yang ist ja auch sehr ähnlich, Giving ist ja ähnlich. Also, ja, bin gespannt, wie sie das dann alles am Ende final integrieren. Auf jeden Fall freut mich auf die neuen Modelle. Da ist jetzt schon sicher, der Schornstein ist auch mal ein bisschen anders geformt als bei anderen Nationen hier. Ja, naja. Wollte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Ich denke, das ist ganz, ganz cool, da sich so vorher schon mal so ein kleines bisschen zu informieren. Ja, hier steht da was ab. Ich denke mal, das ist die Hydroakustik. Denke ich mir jetzt Echolot. Ja, wird es wahrscheinlich sein. Könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen. Aber gut. Nächstes Thema ist der Tag der Bastille. Denke ich mal, wird so ungefähr ausgesprochen. Ja, wenn ihr diese Sache nutzen wollt, dann loggt ihr euch ein mit eurem Account und könnt dann ja hier den Auftrag annehmen und dann gibt es 10 Tarnungen von der Revolution. Die kriegt dann so einen Ingame-Auftrag. Der Ingame-Auftrag sagt dann 1789 Treffer mit der Hauptbatterie. Also sucht euch einen Kreuzer, irgendwie sowas in Zufallsgefechten, im Unternehmen oder in Clan-Battles könnt ihr das machen. Und dann gibt es 10 Tarnungen revolutionär. Die waren ja von den Werten her nicht schlecht. Die Amerikaner sind ein bisschen besser, die amerikanischen Tarnungen, meiner Meinung nach. Aber, ja, ein geschenkten Gaul, schaut man nicht jetzt, Maul. Zeit habt ihr dafür eine ganze Woche, wenn ihr den Auftrag annehmt, hier bis zum 20. Juli. Geht nur für französische Schiffe zwischen Tier 5 und Tier 10. Nächstes Thema ist der Entwicklungsblock. Und da kommen wir dann wieder auf unsere Facebook-Seite. Hier SeaCrowds bei Facebook. Da übersetzen wir euch immer die ganzen englischen Artikel auch in Deutsche mit dem Foto dazu. Wir geben uns Mühe, nicht alles klappt mit der Übersetzung hundertprozentig, aber ja, vieles machen wir eben händisch. Gibt eine Grundübersetzung und den Rest, den passen wir dann komplett händisch an. Mal vom Handy aus so ein bisschen anstrengender als vom PC. Das bitte ich euch nachzusehen. Ja, amerikanischer Kreuzer Alaska. Ob man dazu jetzt noch Kreuzer sagen kann, ist das nächste Thema. Das ist am Ende das amerikanische Pendant zur Kronstadt und ja, zur Stalingrad vielleicht auch ein Stück weit. Wir haben hier 3x3 Türme mit 305 mm, also eigentlich eher schon wieder ein Schlachtkreuzer. Eine Reichweite von 20 km, wenn das so kommt, ist das für einen Amerikaner ziemlich weit. Ihr habt 4300 Punkte Alpha-Damage, 27% Brandwahrscheinlichkeit. Nachladezeit sind 20 Sekunden, das ist wieder ein bisschen was anderes, aber gut, sind ja auch 305 mm. Muss man dann mal gucken, wie sich das dann über den Supertest hier verändert. Die Drehzeit der Geschütztürme sind eher Schlachtschiff-like, also Roma hat auch 36 Sekunden jetzt mal als Beispiel. Und ja, dann haben wir hier einen Sigma-Wert von 2,05, was glaube ich gar nicht mal so schlecht ist. Die Streuungsellipse ist wieder so ein bisschen an Ligra Spe orientiert, weil die eben ja auch so ein Zwitter ist zwischen Kreuzer und Schlachtschiff. Und ja, auf jeden Fall nicht so gut wie bei einem Kreuzer, aber auch nicht so schlecht wie bei einem Schlachtschiff. Ja, hier wird dazu noch gesagt, hat die Abprallwinkel der AP-Granaten des amerikanischen Kreuzers Des Moines entsprechen aktuell. Und ja, Sekundärreichweite 5 Kilometer, also sagen wir mal, typische amerikanische Schlachtschiff-Ähnlichkeit. Und ja, viel mehr gibt es da gar nicht zu sagen. Wie gesagt, das ist alles noch in der Testphase. Wir sind gespannt, wie es dann tatsächlich ins Spiel kommt. Optisch sieht das Ding auf jeden Fall schon, ich sag mal, Schlachtschiff-ähnlich aus. Scheint ziemlich lang zu sein, der Dampfer. Die Schnauze vorne ist sehr, sehr lang gezogen. Also, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Und das T9-Schiff, es wird wahrscheinlich ein Premium-Schiff sein, denke ich jetzt mal. Liegt eigentlich auf der Hand. Ja, ihr wisst, T9-Schiffe, die als Premium kamen, gab es bis jetzt noch nicht zu kaufen für Echtgeld, sondern bis jetzt immer nur für Free-XP oder ähnliche Sachen für Kohle. Ja, müssen wir sehen. Ich bin gespannt, wie es tatsächlich ins Spiel kommt und wann es dann soweit ist. Das wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Der nächste Punkt ist eine Spielmodusänderung. Damals mit dem Patch 072, 073 wurden diese Eroberungsmodus-Geschichten eingeführt, dass ihr nicht mehr 3 Caps habt, sondern eben dann 4, wovon 2 Caps gleich erobert waren, also für Team Grün und Team Rot jeweils. Und ja, dann wurden die Counts ein bisschen verändert, wie die aktiven Eroberungspunkte dann eben hier Punkte für eure Seite oder für die Gegnerseite bringen. Das hat sich anscheinend bewährt.
sollte ja, wurde eingeführt, um eben zu vermeiden, dass noch möglichst viele Schiffe leben, aber das Spiel schon vorher entschieden wird durch die hohe Countzahl und durch die hohe Punktzahl. Und das soll damit jetzt so ein bisschen unterbunden werden. Und ja, also viele Leute sagen oder bevorzugen die neue Variante und deswegen wird die jetzt eingeführt fest und wahrscheinlich die andere Variante dann entfernt. Und dann kommen wir schon zum letzten Punkt. Der letzte Punkt ist ein Wargaming-Code. Ich glaube, dass dieser Wargaming-Code etwas damit zu tun hat, was wir euch eben schon gezeigt haben, Tag der Bastille. Ich weiß jetzt nicht, ob beide Varianten parallel zu erfüllen sind, aber ich glaube, wenn ihr diesen Code benutzt, kriegt ihr quasi den gleichen Auftrag nochmal und könnt ihn entweder doppelt erfüllen oder ihr kriegt ihn sowieso generell nur einmal. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das, was das jetzt auf sich hat da. Ich habe noch nicht ins Spiel reingeguckt. Nutzt den Code, ist ja für euch keine Last in dem Sinne. Und dann können wir sehen, vielleicht habt ihr dann sogar 20 Lackierungen, die ihr erfahren könnt, obwohl ihr die gleiche Aufgabe erfüllt. Weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, müsst ihr einfach ausprobieren. Ne, auch der Code wird unter das Video gesetzt, damit ihr da relativ schnell Zugriff drauf habt. So, und das war's schon mit unseren Nachrichten heute. Wie gesagt, ihr findet alle Artikel, die wir jetzt hier gerade besprochen haben, auch nochmal unter dem Artikel. Wenn euch das Video wieder was genutzt hat, unsere kleine Flaschenpost, die jetzt so regelmäßig hier immer wieder erscheint, lasst gerne einen Daumen nach oben da und auch einen Kommentar, wenn euch irgendwas fehlt. Wir sind immer offen für Informationen. Lasst uns die einfach zukommen, verbindet euch mit uns über dem Discord. Wir haben einen Discord-Server, der steht übrigens auch unten in der Beschreibung drin, da könnt ihr euch mit uns verbinden. Gibt es manche Nachrichten, beziehungsweise ihr könnt uns, wenn ihr zum Beispiel Nachrichten habt, uns die auch viel schneller schreiben. Einfach mal einen Hinweis geben, ey, guckt mal da und da, ist das vielleicht was oder so eine Sache. Wir sind auf euch auch mit angewiesen, wir halten unsere Augen und Ohren sowieso schon immer offen, aber manchmal hat man vielleicht auch eine Sache, die man dann übersieht und mit euch zusammen würden wir sie eben nicht mehr übersehen. Darum, wir leben von der Community, wir brauchen euch und ich hoffe, wir geben auch ein bisschen was an die Community zurück. In dem Sinne, ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende und bis zur nächsten Flaschenpost oder im nächsten Livestream. Euer Seekraut-Team, euer Marara. Da fällt mir eine Sache noch ein. Am Samstag, also jetzt den 14.07. gibt es keinen Livestream. Ich habe das auch auf der Seite erwähnt hier. Ich habe da Bescheid gesagt. Ich habe leider einen privaten Termin in dem Fall und kann da nicht da sein. Und Sonntag kommt mir leider auch noch ein weiterer privater Termin dazu, sodass ich auch Sonntagabend nicht online bin. Aber da sind eh Fußballfinale. Ihr wollt wahrscheinlich eher Fußball gucken oder eine Menge Leute von euch. Ich könnte zwar trotzdem gestreamt, wäre ich zu Hause, aber leider ist mir das in dem Fall jetzt nicht vergönnt. Ich muss gucken. Ja? Spätestens Dienstag sind wir auf jeden Fall wieder online. Im Livestream und sonst halt mit unseren Videos, wie ihr es gewohnt seid. So, jetzt aber. Haut rein. Ich wünsche euch was. Ne? Bis dann. Ciao, ciao. Sea Crowds.